Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Moritz Müller, knappe Niederlage gegen die Schweiz. Kurze deine Stimme zum Spiel, bitte. Ja, hochklassiges Eishockeyspiel von beiden Mannschaften. Hohes Tempo über drei Drittel. Die Schweiz am Ende im Penaltyschießen ist immer ein bisschen Glück dabei. Aber ich denke, wir können zufrieden sein mit unserer Leistung. Wie seid ihr insgesamt im Turnierverlauf zufrieden? Ihr seid jetzt als Zweiter, habt ihr abgeschnitten? Ja, ich denke, da kann man nicht allzu viel aussetzen. Haben 4 Punkte liegen lassen von 21. Also ich denke, bisher die Gruppenphase sehr erfolgreich abgeschlossen. Wenn vor dem Turnier jemand gesagt hätte, dass das letzte Spiel um den Gruppensieg entscheidet und Deutschland eben auch Gruppensieger werden kann, hättest du das vorher unterschrieben? Ja, na klar, wer hätte das nicht unterschrieben. Ja, man geht so ein Turnier immer nicht, man denkt nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten. Also das wäre vermessen zu denken. Man denkt ans erste Spiel und an die Aufgabe, die als erstes kommt. Aber ich habe der Truppe schon zugetraut, in dieser Gruppe auch mit vorne mitzuspielen. Eine kleine Frage zur Fitness. Ihr habt jetzt 7 Spiele innerhalb kürzester Zeit gehabt, davon zweimal 2 Spiele in 2 Tagen. Wie hält man das durch? Ich meine, die Saison war ja auch nicht unanstrengend, sagen wir mal so. Ja, es ist richtig. Es gilt, Profi zu sein. Einfach jetzt direkt nach dem Spiel den Hebel umzulegen und alles dafür zu tun, wieder Kraft zu tanken. Und das fängt jetzt mit einer Regeneration an nach dem Spiel. Und zum Glück haben wir keine Reisen dabei und sind hier vor Ort. Das hilft natürlich. Du sagst es schon, jetzt ist Viertelfinale. Werdet ihr ja wahrscheinlich dann auch hier spielen? Oder hättet ihr lieber in Tampere gespielt? Nee, wir spielen dann das Halbfinale in Tampere. Ja. Schon Gedanken gemacht über den Gegner jetzt im Viertelfinale? Wer wäre euch am liebsten? Ja, ich denke, wir wollten einfach unsere Gruppenphase so erfolgreich wie möglich abschließen, um uns halt die Chance zu geben, gegen den dritten oder vierten anderen Gruppe zu kommen. Aber wir brauchen nicht drüber sprechen, dass jede Mannschaft hier im Viertelfinale also eine Top 8 der Welt ist. Und jedes Spiel wird schwer jetzt. Gut, dann wünschen wir gute Erholung und dann sehen wir uns hoffentlich im Halbfinale. Ja, danke. Moritz Seider, knappe Niederlage nach Penalty-Schießen gegen die Schweiz. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich glaube, wir hätten das Spiel gewinnen müssen heute. Hatten definitiv die Chancen dazu. Wenn wir einen besseren Start erwischen in allen drei Dritteln, ich glaube, dann sieht es noch ein bisschen anders aus heute. Ja, habt jetzt die Vorrunde als Gruppenzweiter abgeschlossen. Wie siehst du den Turnierverlauf? Super, aber ich glaube, wir hätten Erster werden können. Also das ist unser Anspruch. Wir kommen ja nicht hierher, um hoffentlich irgendwie ins Viertelfinale zu kommen, sondern wir wollen jeden Gegner schlagen und das haben wir fast geschafft. Haben zwar ein paar Punkte liegen lassen, aber ich glaube, wir können trotzdem sehr stolz auf uns sein. Du hast alle 7 Spiele gespielt, hast auch in allen Spielen sehr viel Eiszeit gehabt. Wie steckt man das weg? Weil wir sind alle Profis, ich glaube, dafür leben wir. Wir wollen auf dem Eis sein in entscheidenden Momenten. Haben jetzt wieder einen Tag frei, also gibt keine Ausreden fürs Viertelfinale. Und gegen welchen Gegner würdest du oder würdet ihr am liebsten spielen? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht? Nee, überhaupt nicht. Wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden Gegner schlagen. Deswegen sind unsere Augen im Hier und Jetzt. Wir haben noch nicht mal nach Tampere geschaut. Deswegen genießen wir erstmal den freien Tag. Den haben wir uns erarbeitet und wir wollen bleiben. Was steht dann an? Sauna, Massage und Schlafen, ja? Ja, viel Schlafen, glaube ich einfach. Ein bisschen noch das Wetter genießen heute. Raus an die frische Luft, mit der Familie ein bisschen Zeit verbringen und dann geht's weiter. Super, vielen Dank.